Albert Steinhauser, der Justizsprecher der Grünen. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Minister, es ist keine Frage. Es gehört jenen das Handwerk gelegt, die junge Männer, junge Burschen, junge Frauen unter falschen Versprechungen anwerben und verhetzen. Und es ist rigoros, gegen die Hintermänner des Dschihadismus vorzugehen. Und die Frage, warum wir kein Verbotsgesetz haben, beantwortet sich, dass wir ja jetzt schon eine Reihe von Strafbestimmungen haben, mit denen wir effizient vorgehen können. Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung ist strafbar, Terrorismusfinanzierung ist strafbar, Ausbildung für terroristische Zwecke ist strafbar, Gutheißen terroristischer Straftaten ist strafbar, Verhetzung ist strafbar. Wir haben die Möglichkeiten, gegen die Hintermänner des Dschihadismus vorzugehen und diese Paragraphen anzuwenden, wenn sie gewissenlos junge Menschen und ihre Familie ins Verderben schicken. Und egal, ob das Rechtsextremismus oder islamistischer Fundamentalismus ist, diese totalitären Anschauungen haben keinen Platz in unserer Gesellschaft und das müssen die Betroffenen auch spüren. Meine Damen und Herren, der IS-Terror verfolgt allerdings zwei Ziele. Ein Ziel ist Mord, Vergewaltigung und Vertreibung im Irak und in Syrien. Und das zweite Ziel ist Angst und Einschränkung der Grundrechte in unserer Demokratie. Ja, wir müssen den Terror strafrechtlich ins Visier nehmen, wir dürfen aber nicht die Grund- und Freiheitsrechte ins Visier nehmen. Das ist eine wesentliche Lehre auch aus 15 Jahre Krieg gegen den Terrorismus, der ja bereits geführt wird. Wir beginnen ja nicht bei Null. Meine Damen und Herren, wenn es dem Terror gelingt, in Österreich und in Europa ein Klima der Angst und des Schreckens zu verbreiten, dann war er erfolgreich. Wenn es dem Terror gelingt, dass wir unsere Grund- und Freiheitsrechte einschränken, dann war er erfolgreich. Wenn es dem Terror gelingt, die Politik in Europa, in Amerika und in Österreich in Alarmbereitschaft zu versetzen und vor sich herzutreiben, dann war er erfolgreich. Das macht den Terrorismus für viele attraktiv, dass er diese Macht ausübt, dass er hier in gefestigten Demokratien die Politik in Alarmbereitschaft versetzt und vor sich hertreibt. Und dieser Angst dürfen wir nicht nachgeben. Hier müssen wir auch im Inland dem Terrorismus entschieden entgegentreten, indem wir genau in diesen Punkten nicht nachgeben und unsere rechtsstaatlichen Errungenschaften nicht opfern. Und Herr Minister, ich sage ganz ehrlich, Ihr heutiger Auftritt, glaube, da gibt es viel Konsens. Sie haben aber aus irgendeinem Grund und vielleicht haben Sie auch sozusagen sich in Ihrer Position weiterentwickelt, ein Thema aus dem Paket nicht angesprochen. Inhaltliche Weiterentwicklung ist nicht falsch, das war positiv gemeint. Sie haben nämlich in allen Paketen auch immer wieder die Vorratsdatenspeicherung ins Spiel gebracht. Die Vorratsdatenspeicherung für unsere Zuschauer ist die Speicherung unserer Handy- und Internetdaten. Wer war wann wo? Wer hat wem wann angerufen? Wer hat wem wann ein SMS geschickt? Das war eine Maßnahme des Terrorpakets, die unser Justizminister immer wieder ins Spiel gebracht hat, die er heute bewusst weggelassen hat. Und möglicherweise ist das auch eine Weiterentwicklung Ihrer Position, weil das würde ich sehr begrüßen, weil genau jene überwachungsstaatlichen Maßnahmen wie die Vorratsdatenspeicherung direkt ins Herzen der Grund- und Freiheitsrechte zielen. Und Sie wissen, dass auch der Verfassungsgerichtshof und der Europäische Gerichtshof diese Vorratsdatenspeicherung aufgehoben hat. Und wenn Sie jetzt sozusagen das wieder über die Hintertür versuchen, in die Debatte einzubringen, dann ist das auch nichts Neues. Denn die Vorratsdatenspeicherung ist ja schon einmal unter dem Gesichtspunkt Kampf gegen den Terrorismus, damals war es nicht die IS, sondern die Al-Qaida, in Österreich eingeführt worden. Auch damals hat man uns erklärt, wir nehmen auf die Grund- und Freiheitsrechte Rücksicht. Das ist alles verfassungskonform, hat nicht gehalten. Kampf gegen den Terrorismus, wir haben 2 Jahre die Vorratsdatenspeicherung in Österreich gehabt. Keine einzige terroristische Straftat wurde im Zusammenhang mit der Vorratsdatenspeicherung aufgeklärt. Was geblieben ist, war der Eingriff in unsere Grund- und Freiheitsrechte ohne nachweisbare Notwendigkeit. Und ich sehe es positiv, wenn Sie es heute nicht formuliert haben, vielleicht haben Sie in diesem Punkt sich weiterentwickelt, es würde mich freuen. Und wir schauen wirklich, wo sonst die Lücken sind in den Strafgesetzen, bei der Verhetzung. Und da kann man durchaus diskutieren, ob es hier noch Nachbesserungsbedarf gibt. Oder wie Sie auch völlig richtig ansprechen, bei der Prävention. Das wichtigste Ziel muss ja sein, dass die Menschen, die Jugendlichen, gar nicht erst hineinrutschen in die Dschihadisten-Szene. Wenn wir mit den Strafgesetzen kommen, ist es ja in der Regel zu spät, dann ist es ja schon passiert. Unser Ziel muss sein,
dass die Dschihadisten, die Hintermänner des Terrors, gar nicht erfolgreich bei den Jungen sind. Und da ist die Prävention, und das haben Sie durchaus angesprochen, der richtige Punkt. Wir müssen Anlaufstellen schaffen, wo Eltern, Lehrer, Freunde anrufen können, wenn es erste Hinweise gibt, dass Jugendliche mit den Dschihadisten, mit den Terroristen in Berührung kommen. Wenn man diese Biografien liest, das ist ja alles sehr langsam gekommen, die Veränderung. Da müssen wir beginnen. Danke. Letzter Satz, dass Sie nicht hereinrutschen. Meine Damen und Herren, eines muss uns aber zu denken geben, nämlich Folgendes. Warum tauschen junge Menschen ihr Leben in Österreich gegen den Krieg in Syrien ein? Warum gibt es in Österreich offensichtlich für manche so wenig Perspektive, dass ihnen der grausliche Kriegsalltag in Syrien attraktiver erscheint? Dankeschön. Für Albert Steinhauser, den Justizsprecher der Grünen, ist das wichtigste Ziel die Prävention, also die Aufklärung in Familien, Kindergärten und Schulen hier im Land.